Es ist nicht leicht, einen Automaten zu verstehen, ihn zu beherrschen. Jeder Automat hat eine eigene Persönlichkeit und überlegt sich deshalb genau, wen er an seine Schaltkreise und komplizierte Mechanik heranlässt. Wir suchen Menschen, die es verstehen, mit uns umzugehen. Komm in unsere Welt. Waren, Getränke, Verpflegungs-, Geld- und Bankautomaten, Ticket-, Telefon-, Zeiterfassungs-, Park- sowie Unterhaltungsautomaten finden wir heute überall. Das sind zwar alles intelligente Maschinen, aber sie kommen natürlich nicht ohne menschliche Experten aus. Wer die Ausbildung zum Automatenfachmann bzw. zur Automatenfachfrau gemacht hat, ist ein solcher Experte und kümmert sich darum, dass all diese kleinen Wunderwerke der Technik auch reibungslos funktionieren. Denn wer will denn schon das hier sehen? Interessierst du dich für mechanische Spielereien? Weißt du wie und warum der Strom fließt? Oder willst du es wissen? Wenn ja, dann lass uns mal sehen, was es heißt, ein Experte in Sachen Automaten zu werden. Mein Name ist Carmen Popov und ich arbeite als Automatenfachfrau spezialisiert im technischen Bereich. Das Witzigste, was mir mal passiert ist, ist, dass ein Gerät defekt war und als der Gast hörte, dass eine Technikerin vorbeikommt anstatt eines Technikers, wollte er unbedingt dabei sein, da er noch nie eine Frau in dem Beruf erlebt hat. Mein Name ist Danny Ullmann, ich bin 21 Jahre alt und habe gerade die Ausbildung zum Automatenfachmann abgeschlossen mit der Spezialisierung auf Mechatroniker. Ich bin Sandra, bin 19 Jahre alt und gerade in meinem zweiten Ausbildungslehrjahr zur Automatenfachfrau. Jeder Tag ist anders, es kommen jeden Tag andere Gäste auf mich zu. Sich jeden Tag darauf neu einzustellen, ist für mich eine Herausforderung, aber auch immer wieder positiv am Ende des Tages, wenn ich weiß, okay, ich habe jeden Gast glücklich gemacht, egal in welcher Situation er zu mir kam. Ich arbeite gerne am Computer und wollte trotzdem etwas Handwerkliches machen und habe dann in einem Praktikum mitbekommen, dass das genau das Richtige für mich ist. Ich finde den Beruf sehr speziell, da er sehr vielfältig für mich ist. Ich habe viel mit Gästen zu tun, mit Technik und er ist einfach sehr abwechslungsreich. Man hat in meinem Job viel mit Spielautomaten und auch mit Geldwechslern zu tun. Und deshalb muss ich auch viel an und mit den Geräten arbeiten. Ich muss Monitore austauschen, ich muss Geldwechsler reparieren, ich muss Kameras austauschen, Platinen anlöten und vieles mehr. Mein Beruf ist sehr vielseitig, weil ich viel mit den Geräteherstellern zu tun habe, mit der Logistik zusammenarbeite und auf Fortbildungen bin, da ich immer auf dem neuesten Stand der Technik sein muss. Ich habe früher als Kind schon lieber mit meinem Vater Autoreifen gewechselt, als mit meiner Mutter in der Küche zu stehen und zu kochen. Ich liebe Technik. Dieser Gästekontakt ist einfach total klasse und deshalb möchte ich nie wieder einen anderen Job eigentlich auch machen. Hallo. Dürfte ich dir vielleicht unser nächstes Spiel vorstellen? Die Automatentechnik hat sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Das heißt, wir haben jetzt Touchscreen-Oberflächen und Telemetrien. Telemetrien heißt, die Automaten sagen uns Bescheid, was los ist. Es geht dann halt vom Automaten über den Funkmast rüber zum Server und dann auf unsere Weboberfläche. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an den Automaten heutzutage viel programmieren. Wenn zum Beispiel zu wenig Wasser im Kaffee ist, haben wir ein Programm, mit dem wir direkt auf den Automaten zugreifen können. Und sehen hier, hier ist zu wenig Wasser. Ich passe die Dosiermenge des Wassers an und erhalte so einen perfekten Kaffee. Das Gute an meinem Job ist, dass ich meinen Tag plane, die verschiedenen Spielstätten nach Priorität anfahre und das natürlich in meinem eigenen Firmenwagen. Ich mag es, mit den Kollegen rauszufahren, von ihnen zu lernen, wie die Automaten funktionieren, neue Aufgaben zu entdecken und so einfach den Automatenfachmann weiter auszubauen. Das Spezielle an dem Beruf ist, dass ich die Mechanik und die Programmierung der Automaten kennenlerne und auch den Kundenkontakt und die Büroarbeit habe. Dazu gehört das Auswerten der Telemetriedaten und Guten Tag, Tass Ullmann. Kleinen Moment. Und das Beantworten von Serviceanfragen direkt vom Kunden. Herr Krüger, nennen Sie mir bitte die Automatennummer. Arbeiten im Team ist super. Ich liebe meine Arbeitskollegen.
Hi. Hi. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ja. Und zwar geht es um den Münzprüfer. Falls Münzü. Du hast Lust auf einen interessanten Job? Du kennst dich mit Physik und Mathe aus? Du hast mindestens einen Hauptschulabschluss? Bist du eher der kaufmännische oder der technische Typ? Wir helfen dir, dich zu entscheiden. Automatenmechatronik oder Automatendienstleistung. Wenn du dich entschieden hast, dann bewirb dich. Die deutsche Automatenwirtschaft.